Wir sind hier im Zentrallager von Bohus in Heia in der Gemeinde Lillestrøm, etwas außerhalb von Oslo. Mein Name ist Hakon Brede-Prütz. Ich bin Geschäftsführer von Bohus Logistik, dem Logistikunternehmen des Möbelunternehmen und Einrichtungshauses Bohus. Dieses Lager ist Norwegens erstes automatisiertes Lager für Möbel und Einrichtungsgegenstände, in dem wir alles zusammenfassen. Von kleinen Artikeln wie zerbrechliche Weihnachtskugeln bis zu großen Produkten wie Sofas, Anrichten und Esstischen. Mein Name ist Jens Jerlock. Ich leite die Systemabteilung von Jungheinrich Norwegen. Wir haben Bohus von Anfang an über die Vor- und Nachteile manueller und vollautomatischer Lösungen informiert. Bohus hat sich bewusst für ein automatisiertes Lager entschieden, um den zukünftigen Anforderungen nach erhöhter Liefereffizienz als auch der Warenkontrolle und Erfassung gerecht werden zu können. Wir haben ein automatisiertes Kleinteilelager, 3 Paletten Regalbediengeräte und 2 Regalbediengeräte für blaue Paletten. Alle Systeme haben eigene Kommissionier- und Zuführstationen. Das System der blauen Paletten ist etwas ganz Besonderes für Bohus. Diese Ladehilfsmittel haben sie vor rund 20 Jahren entwickelt und seitdem intern eingesetzt. Eine gute Serviceorganisation zu haben und jederzeit guten Service zu bieten, ist entscheidend, damit wir uns als Kunden sicher fühlen. Wir hatten noch nie mit der Thematik zu tun und brauchten einen Partner, auf den wir uns verlassen können und der uns während des gesamten Prozesses gut betreut. Dank dieser Lösung haben wir eine deutlich höhere Lagerkapazität und somit jederzeit eine viel größere Auswahl für unsere Kunden zur Verfügung. Gleichzeitig ist es eine viel genauere Lösung, die zu weniger Fehlkommissionierungen und weniger Fehllieferungen an unsere Kunden führt. Mit diesem Lager wird Bohus in der Lage sein, seine Bestände besser zu steuern und Waren schneller an den Kunden zu liefern. Komplexe automatische Lager beinhalten heutzutage viele identische Komponenten, unabhängig davon, welchen Anbieter man wählt. Der wirkliche Unterschied liegt bei den Menschen, die diese Lösungen konfigurieren und welchen Service diese Menschen bereit sind zu bieten. Das haben wir schon in der Angebotsphase gemerkt. Jungheinrich hat uns dann von der Verkaufsphase bis zur Realisierungsphase sehr gut betreut.